Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir befinden uns mitten in der City von Hamburg. Richtig. Und wir werden jetzt hier ganz flink ins Hotel einchecken, welches sich dort befindet. Das Pier 3 Hotel in Hamburg Hafen City. Ja. Wir waren hier schon mal in diesem Hotel. Letztes Jahr. Das haben wir nur gemacht, damit wir noch Mivula-Tickets kriegen fürs Miniaturwunderland. Weil die waren letztes Jahr alle ausverkauft an diesem Wochenende. Und das war so ganz komisch, weil da auch noch Corona reingekickt hat. Und ja, über das Hotel konnte man das noch kriegen. Das Hotel hat uns überzeugt. Wir haben es nochmal gebucht dieses Jahr. Und wir haben auch nochmal Miniaturwunderland gebucht. Ja. Und jetzt checken wir ein. Und dann sehen wir uns im Zimmer wieder. Ja. Willkommen in unserem Hotelzimmer. Ich begrüße euch aus unserem Hotelzimmer. Sarah, was gibt's hier alles zu sehen? Ein Licht, das an- und ausgeht die ganze Zeit? Quality-Content hier. Dann haben wir einmal ein Licht, das man sich während der Nacht über den Kopf machen kann, damit man schön braun wird. Es gibt mehrere Modi. Ein Blinke-Modi. Nee, das ist einfach kaputt. Es gibt an und es gibt aus. Das ist ein Drehschalter. Ausblick ist da, oder? Ja. Was sieht man denn hier? Häuser. Da ist auch die Speicherstadt mit ein bisschen Wasser. Nice. So, hier können wir schlafen. Und was ist das hier? Ach, die Klima. Dann haben wir hier noch ein Badezimmer. Hier rechts ist die Dusche. Hier das Waschbecken. Hier die Toilette. Und dort eine Ablage. Und wir haben hier auch noch ein... Kühlschrank. Da muss man aber erst zum Späti gehen und den auffüllen. Und man kann ja auch Fernsehen sehen. Und jetzt werden wir losgehen. Warum bist du so nachdenklich die ganze Zeit am rausgucken? Das ist spannend. Dann werden wir den Hamburger Dom besuchen dieses Wochenende. Nein, nur heute. Und morgen? Mivula. Und ein bisschen Europapark machen wir auch morgen. Guck mal, da fährt wieder ein Schiff. Wir sind da. Ja. Ist geil, wenn man hier rauskommt. Und man muss sich nicht mehr in eine Schlange stellen. Boah, das war so eine Scheiße. Das war so ein Kack letztes Mal. Zum Winterdom oder eine Schlange bis ins Sankt-Nimmerland ging. Da ist das Domschild, aber die Haltestelle hier befindet sich schon auf dem Dom. Hier ist direkt wieder Lühmann. Hier immer die Plätze am Ein- und Ausgang. Ich würde sagen, die haben den Premiumplatz hier mit dem Knusperhaus. Gehen wir mal aufs Gelände, sehen wir uns ein wenig um und wir haben Hunger. Oh ja. Infinity ist da. 65 Meter hohe KMG Looping Schaukel. Also das Gestell ist nur so knappe die Hälfte hoch. Das Ganze schaukelt sich so auf, dass ihr dann irgendwann über Kopf fahrt, einmal Looping macht und eine ordentliche Geschwindigkeit auf jeden Fall draufkriegt. Mit richtig G-Kräften, dass ihr richtig schön in den Sitz gepresst werdet. Ob so um die 120 km/h wird das hier angegeben. Tja, wir fahren das jetzt mal. Schön. Das zum Wachwerden mal. Das ist so genial. Wir sind gefühlt gerade aufgestanden und ihr seht, der Sonnenuntergang ist schon wieder da. Es wird jetzt schon wieder dunkel. Unfassbar. Winterzeit halt. Und Winterdom, da heißt es auch immer, warm anziehen, denn ist schon recht frisch, ne? Thank you.
zwar Infinity. Zum Einstieg ist das auch schon ganz geil, wenn man so das super, schnellste... Super, Lüge nach oben drücken, Leute. Bye bye, auf Wiedersehen. Danke, dass ihr da wart. Jetzt kommt die andere neue Reise. Wenn man so das schnellste Geschäft auf dem Satz als erstes fährt. Man konnte sich aber auch einen sehr guten Überblick verschaffen, muss man sagen. Zwar war das Ganze ein bisschen auf den Kopf gedreht alles, aber so an sich... Haben wir jetzt schon eigentlich alles gesehen von oben. Kommt mal gucken, wo was steht dieses Jahr. Die Beschickung ist okay, aber jetzt auch nicht der Oberbrüller. Gibt aber auch so ein paar Sachen, die ich an der Bebauung wieder mal auszusetzen habe. Was hat man auch vor oben gesehen? Eine Eisbahn. Ja. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, die ist da hinten. Aber ich habe die, glaube ich, bisher immer nur ohne Eis gesehen. Selbst zum Winter, ich weiß nicht, ob ich das schon mal mitgesehen habe. Aber jetzt läuft die gerade. Da sind ganz viele am Rumschlittern. Da haben wir den Mach 1 von... Fehler. Ist jetzt ganz schön, weil im Norden dann jetzt auch endlich mal ein Propeller reißt. Seit 3 Jahren. Ja. Der beschickt auch sehr schön immer die Nordplätze alle schön weg. KMG-Propeller. Sehr schönes Ding. Orientiert sich vom Design sehr am Mach 5 von Fabri damals. Aber als ich ein bisschen zu meckern habe, es sind die einzigen beiden Hochfahrgeschäfte neben dem Riesenrad. Und die stehen direkt nebeneinander und dem Laufweg auch direkt hintereinander. Außer ja, der Alpencoaster, der ist noch dazwischen. Bisschen blöd gewählt, finde ich. Ich finde es ja ganz cool, dass die hier auf dem Platz was stehen haben. Aber ich hätte ihn, glaube ich, doch eher so in die Ecke gestellt da hinten, weil ihr seht, da ist gar nichts. So irgendwie vor Kopf da hinten. Aber ja, da steht jetzt ein anderes Fahrgeschäft, da komme ich später allein noch zu. Und wir fahren jetzt mal eine Runde, mach eins noch. Okay, wir sind gerade vor der Kasse angekommen. Ich habe aufs Fahrpreisschild geguckt und wir lassen uns dann doch mal lieber. 7 Euro, ich habe mich damals in Menden schon ein bisschen drüber aufgeregt bei Deinhard und ich sehe es auch hier nicht ein. Das ist das gleiche Fahrgeschäft. Das ist zwar ein bisschen viel, viel schöner als extrem, finde ich, weil es halt ein schönes Design hat. Kam, glaube ich, aus England, haben sie hier rüber geholt. So schön das Geschäft auch ist, solange die auch fahren mögen, aber es ist mir keine 7 Euro wert. Die Fahrt ist mir, ich habe es dafür schon zu oft gemacht tatsächlich. Wenn ihr es noch nie gemacht habt, macht es gerne. Es lohnt sich sicherlich. Aber wir sind jetzt von diesen Dingern gefühlt schon 100 Stück gefahren. Also ein bisschen übertrieben jetzt, aber 100 Fahrten haben wir bestimmt bald schon. Und für 7 Euro ist mir zu viel. Also 6 Euro ist bei den KMG-Propellern dann doch schon meine Grenze aktuell. Ja, meine auch. Aber optisch ist er am schönsten, finde ich. Optisch definitiv der schönste KMG-Propeller, glaube ich. Weil es halt einfach, es ist ein bisschen bunter, es ist nicht so düster. Er hat jetzt, ja, sehr schöne Beleuchtung. Und er hat jetzt hier auch neue Schilder gemacht. Hier links und hier rechts. Mit so indirekter Beleuchtung. Das feiere ich ja total. Und den hat er auch sogar in der Mitte da oben. Da sind auch so komische LEDs drumherum, so Pixel-LEDs, die gefallen mir nicht so. Aber die indirekt beleuchtete Schrift, so wie hier unten, die gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Wir werden jetzt aber auf jeden Fall noch ein Offroad machen, damit ihr euch dieses Schmuckstück von außen betrachten könnt. Das findet ihr hier oben eingeblendet. Aber wir werden uns die Fahrt leider sparen, weil wir haben auch schon 7,50 Euro beim Infinity gelassen. Für 6 Euro wäre ich definitiv mitgefahren, aber er wird seine Kundschaft finden. Das sage ich dir. Bei dem Wartebereich, den braucht er. Und er hat daraus gelernt, er hat dieses Mal wenigstens einen Wartebereich mit. Letztes Mal haben wir noch über den halben Weg hier rüber gestanden. Wir sind, weil wir unseren Hunger stillen wollen, wieder bei diesem Barbecue-Haus, was wir letztes Mal mit, wer war alles dabei? Malte war auch am Start. Malte, ja. Malte und Bembler. Denn zum Frühjahr muss das ja gewesen sein. Gegessen haben, sehr cooler Imbiss auf jeden Fall. Wem gehört das? Langenscheid. Langenscheid. Richtig gute Burger haben die und die Pommes sind auch richtig nice. Ja. Aber auch auf seinen Preis, ne? Ja. Über Geld spricht man ja nicht. Wobei die Pommes sogar noch gehen für die Portion. Ja, das ist cool. Ja. Das ist noch über. Und war lecker? Ja. Sehr gut. Was hast du für einen Burger? Chicken Burger mit Käse. Ich weiß nicht, der hieß so komisch. Was war da drauf? Auch Käse. Auch kein komischer Fleisch. Käse. Auch Fleisch, aber was kein schickiges. Fleisch? Rindfleisch. Da weiß jetzt jeder Bescheid, was du für einen Burger hattest. Ja, alle Burger. Sagen jetzt, okay, er hatte einen Cheeseburger. Nein, ich hatte keinen Cheeseburger. Da war so anderer Käse drauf und da war... Keine Ahnung, Alter. Ich google gleich für euch, was, wie der heißt. Es heißt Creamy Blue. Creamy Blue Burger heißt der. Okay. Weil da so ein cremiger blauer Käse drauf war. So
und Schimmelkäse. Keine Ahnung, hat auf jeden Fall lecker geschmeckt. So, was machen wir jetzt? Erstmal abtrainieren den ganzen Zeug? Ja. Wie machen wir das? Wir haben uns jetzt entschieden, mal das Happy Family zu besuchen. Und ich war da tatsächlich noch nie drin, glaube ich. Kann man die Rutsche eigentlich auslassen? Das wäre cool. Da ist ein Treppenhaus da hinten. Das nehme ich. Ich auch. Zu lange. Ja, dann gönn mal. Das ist voll schwer, Alter. Ich habe immer Angst, dass sowas so auf einmal so hoch spritzt. Alter, dreht sich ja in die gleiche Richtung. Drehplattform, diese Dinger. Oh oh. Das war voll. Wo ist zu dick? Mir ist schlecht, Alter. Der dreht ja andersrum. Rutsche. Das gebe ich mir nicht. Stellt euch einfach vor, wir würden jetzt hier rauskommen. Das war ich schon wieder zu viel mit dem Gewinn. Geht mir immer aus. Der letzte Schuss. Alter! Wie schräg soll es gehen? So, Ende. War geil? Ja, war ganz cool. Also richtig viele Effekte drin, ne? Ja, also in dem kleinen Ding. Es gibt sogar unten sogar noch einen Container nach hinten weiter. Das hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Die Rutsche haben wir weggelassen, aber coole Sachen drin. Also so ein Bildschirm, wo du so Luftballons zertreten kannst auf dem Boden. Habe ich jetzt so im Reisendengeschäft noch nie gesehen. Dann solche Tasten auf dem Boden, die dann auch Geräusche machen, ja, und sowas. Hebt sich auf jeden Fall ein bisschen ab von den anderen Sachen. Und für 4 Euro kann man das auch gut machen, das, ja, ist viel geboten. Wird auch komplett eingerannt gerade, aber generell wieder. Ich weiß nicht, was in Hamburg die letzten Monate, beziehungsweise jetzt sind es schon Jahre, ein Jahr los ist. Die rennen auf einmal ihren Dom hier ein. Das ist komplett verrückt. Also hier ist was los. Guckt euch an, was beim Riesenrad abgeht. Also früher bist du auf den Winterdom gegangen, da haben die Geschäfte größtenteils leer gestanden. Aber jetzt, das ist ja unfassbar, ne? Also Hamburg scheint wieder eine gute Adresse zu sein. Ja, echt. Auch im Frühjahr war es ja auch schon richtig voll. Und letztes Jahr im Winter, Alter, wo wir beim Voodoo Jumper und so waren drüben, das war ja sowas von voll. Alter, das ist echt, ja, ordentlich. Und wenn wir jetzt schon beim Thema Voodoo Jumper sind, der ist auch dieses Jahr wieder mit am Start hier auf dem Winterdom. Standplatz hat er gewechselt. Stand vor dem Telekom-Gebäude letztes Jahr. Ja. Dieses Jahr ein ganz neuer Platz. Da habe ich ihn tatsächlich noch nie gesehen. Viva Mexico steht öfter mal hier eigentlich auf dem Platz. Mitten in dem Gang, hinterm Haupteingang, also ja, neben dem Riesenrad. Abriss des Todes hier wieder. Kevin ist am Start, nimmt das Ding komplett auseinander. Und kostet aber wie in Bremen 6 Euro. Und ich habe im Bremen-Video schon erklärt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, klickt mal rein, dass mir das für so ein Rundfahrgeschäft tatsächlich ein bisschen zu viel ist. Wie gesagt, ich habe das gerade schon, wir haben gerade schon beim Mach 1 ein bisschen rumgenörgelt und sowas. Mag jetzt auch total dumm kommen. Es gibt halt gewisse Obergrenzen bei mir, die nicht überschritten werden sollten. Wir sind auch am Ende der Saison, ne? Wir sind jetzt alles schon so oft gefahren. Wir haben jetzt nicht mehr den Drang dazu, selbst hier für 6 Euro einzusteigen. Und ein Voodoo-Jumper ist wirklich so ein Geschäft, wenn ich sehe, dass ein Hexentanz in so 4 Euro fährt. Klar, der hat noch mal ein paar mehr Sitzplätze, aber nein, ich sehe mich bei 6 Euro nicht in einem Rundfahrgeschäft.
und das Ding hat 12 Gondeln, das heißt, da können 24 Personen mitfahren und es ist eine super geile Abfertigung und Show, ihr seht es ja, was hier abgeht, das gibt es an keinem anderen Fahrgeschäft in Deutschland, das ist brutal geil, ich liebe diesen Voodoo Jumper, aber für 6 Euro ist es mir verdammt nochmal zu viel und da bin ich dann halt auch raus. Das kann man mal machen, wenn man wirklich denkt, so, okay, jetzt habe ich Bock drauf, jetzt lohnt sich das. Aber ich muss es halt nicht überall machen. Und Leute, die jetzt unten in die Kommentare schreiben, warum fährst du das für so viel Geld und das für so viel Geld aber nicht? Es ist meine Entscheidung. Und wenn mir eine Fahrt in einem anderen Geschäft mir das wert ist, mehr als 6 Euro zu zahlen, dann ist das halt so. Aber ihr seht auch hier, wie in Bremen, andere denken anders. Das Ding hat einen Wartebereich in die Richtung, Wartebereich in die Richtung, bis hier zur Kasse. Es läuft. Es läuft. Also, wir kriegen ein paar Eindrücke, Aufnahmen hier von der Ultra Party am Voodoo Jumper, aber mitfahren werden wir heute nicht. Ein bisschen weiter auf der Preisgeschichte rumreiten. Ich hatte in Erinnerung, dass der Dom letztes Jahr relativ günstig war, dass wir das sogar gesagt haben. Dass es relativ günstige Veranstaltung war. Aber da muss man auch dazu sagen, dass da die Standgebühren entfallen sind, als wir das gesagt haben. Ja, stimmt. Das war ja letztes Jahr alles noch ein bisschen anders. Aber bei Kuddel der Hai hier muss ich sagen, 3 Euro finde ich sehr fair tatsächlich. Also ich habe schon Kinderachterbahnen gesehen, die 50 Cent oder sogar 1 Euro mehr genommen haben. Also sehr cool. Ich meine, ist halt kein Vergleich, ne? Hier die französischen Kinderachterbahnen oder so, die nehmen teilweise 5 Euro. Das ist schon heftig. Dafür, dass die halt auch immer noch so viel Deko mitschleppen in Deutschland, in Frankreich ist da ja nichts dran, ist das schon echt gut. Und 3 Euro ist ein echt guter Preis. Wir gehen jetzt mal hier durchs Getümmel, es ist echt voll. Ich wollte mich gerade bei so einer Schmalzkuchenbäckerei anstellen, die aber, ihr kennt das sicher, so Berliner mit verschiedensten Füllungen verkaufen, so Teigtaschen halt. Aber die Schlange gegenüber dem halben Platz, das ist unfassbar, was hier los ist. Allein bei einer Dosenwerfenbude, Alter. Guck dir das an. Das ist schon cool. Ihr glaubt uns nicht, dass es voll ist. Komm, ich zeig's euch. Das Geschäft ist da hinten. Das ist Zaun von der Warteschlange. Es geht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal hin und her. Wartezeit geschätzt. Halbe Stunde steht er sicherlich. Es gibt halt einen Nachteil, ein Problemchen beim Infinity und das ist, er muss den Überschlag machen. Und allein, dass das Ding da hochkommt, braucht halt seine Zeit. Du kannst halt jetzt nicht sagen, irgendwie, ja, wir lassen jetzt den Überschlag weg und verkürzen die Fahrzeit. Nein, du musst diesen Überschlag machen, ausschaukeln lassen und ja, wieder parken. Und genau dieser Vorgang dauert schon seine 2,5-3 Minuten. Das heißt, er kann nicht kürzer fahren. Und dementsprechend bildet sich da halt auch immer eine Warteschlange. Und für die Leute, die jetzt nicht immer sagen, ja, die Fahrt ist viel zu kurz, jetzt wisst ihr warum. Das Ding wird immer länger. Die Schlange, die wird gleich bis da hinten irgendwo stehen, weil es geht nicht kürzer. Und das hat auch letzte Woche schon hier in Hamburg gezeigt, da ging das hier los, ne? Da standen die auch schon über den halben Weg. Die stehen auch jetzt schon bis hier. Also, du musst die Fahrzeit entsprechend anpassen. Und beim Infinity ist es halt ein bisschen schwierig. Es geht halt nicht. Du musst halt einmal über Kopf rum. Wenn du es nicht machst, dann ist das Geschrei riesengroß. Bei Knusper. Knusper, Knusper. Ich esse jetzt meine Milchschnitte am Stiel. Uns ist was aufgefallen. Ja, die gibt es hier für 2 Euro. Die da gibt es aber auch für 4,50 Euro. Für mehr als das Doppelte. Da kriege ich hier 2 von. Und das ist eine Milchschnitte. Die sind immer gleich groß. Also, weiß ich nicht. Es ist eine komische Range hier dieses Jahr. Ich glaube, wir lösen uns jetzt gleich mal von dem Preisthema los und gönnen uns einfach mal ein bisschen Party. Wir gehen jetzt zum Breakdance. Ja, 1 von 2. Ja. Also eher 2 von 1.
Ich habe übrigens noch nie eine mit Schoko überzogene Milchschnitte gegessen. Es schmeckt halt wie Milchschnitte mit Schoko drüber, ne? Ja, natürlich. Käsekuchen mit Schoko schmeckt auch wie Käsekuchen mit Schoko. Aber ob das geil ist, ist halt die Frage. Käsekuchen ist von sich aus schon geil. Milchschnitte auch. Geht so. Milchschnitte ist so neutral. Ich finde Milchschnitte geil. Hamburg, moin Leute! Das Ding. Zuletzt unter Gras noch. Bei uns relativ viel in NRW auch gewesen unten. Jetzt gehört das ganze Steinbauer und ich glaube, Gras hatte damals schon die Idee dazu, das Ding zweistöckig zu machen. Und ja, ich weiß nicht, ob Gras es noch umgesetzt hat. Ich glaube, Steinbauer war es dann. Ja, umgesetzt. Die Bahn wurde um ein Stockwerk erweitert und hat jetzt eben ein zweites Stockwerk. Früher war das ja eine Einstockbahn oder zumindest im Außenbereich war die zweite nicht das zweite Stockwerk nicht ersichtlich. Ich bin gar kein Geisterbahn-Fan. Ich habe keine Ahnung. Schreibt es gerne in die Kommentare. Jedenfalls ist dieses Balkonding da oben jetzt neu. Und wir sehen das zum ersten Mal so tatsächlich. Ja, aber ich war schon mal in Zombie. Echt? Ja, in Neuenrade. Geil. Ja, da habe ich die auch, glaube ich, mit zuletzt gesehen. Ja, ich auch. Also, ist ja jetzt schon eine Weile her auch. Ja. Ich meine, das Gertrüdchen in Neuenrade ist jetzt mindestens zweimal schon ausgefallen. Oder dreimal? Zweimal. Zweimal aus? Nee, dreimal. Dreimal schon ausgefallen. 20, 21 und 22. 2019 war die da auf jeden Fall. Also ist das schon ein bisschen länger wohl im Gange gewesen. Ich wollte euch ja noch sagen, wie das Milchschnitte geschmeckt hat. War lecker. Sarah hat nur Milchschnitte geschmeckt, keine Schokolade. Ich habe nur die Schokolade aus dem Rum geschmeckt und keine Milchschnitte. Keine Ahnung, wie das kam. Vielleicht hat Sarah auch nur Milchschnitte gegessen und ich nur Schokolade. Aber für 2 Euro geht's halt, wenn man bedenkt, wie gesagt, dass es woanders ist, über das Doppelte kostet. Und dann kommen wir beim zweiten Musikexpress an. Love Dream war ja schon da. Und ich finde es schade, dass er das Verdeck nicht mehr mit aufbaut. Also ich fand's immer cool, weil beim Love Dream hattest du dann nochmal so ein bisschen was den vom Action hier drüben abhebt. Jetzt sind's halt beides einfach Musikexpresse. Vor allem war es ja auch der letzte oder generell einzige Musikexpress mit Verdeck. Ja. Alles andere sind ja Raupenwaren. Ja, so alte nostalgische Dinger. Und der hat es halt in diesem modernen Musikexpress mit drin. Das war eigentlich ganz cool immer. Wie gesagt, zweimal Musikexpress gibt es hier dieses Jahr. Ist eigentlich normal, seitdem er nicht mehr im Winter Wonderland steht. Und zweimal Breakdance auch. Da einmal den großen von Drea und gleich kommen wir noch zum Domdancer. Aber guck mal, die Mitte. Ja, die ist neu. Das ist ja cool. Er hat eine neue Mitte bekommen. Schaut mal. Cool. Ja, das sieht cool aus. Das passt halt auch einfach voll zum Geschäft. Er hat sich halt hier so. Da so ein Piece zeigen, oder? So eins, oder? Nee, da war ein Diamant. Ein Diamant auch? Ja, das ist cool gemacht. Auf jeden Fall. Ganz da oben durchgehen, ganz da oben hier.
beim Domdancer. Gerade schon erwähnt, es gibt zwei hier. Den anderen haben wir gerade schon gesehen. Und hier ist irgendwie Phänomen, das Ding wird komplett eingerannt. Also frag mich nicht warum, also ich kann mir denken warum. Das Ding sieht von vorne halt brutal aus, was da alles an Lichttechnik drin ist. Und ihr wundert euch vielleicht, ich sehe hier schon eben sowas drin, was aussieht wie ein Fahrstand. Ist aber keiner, denn ihr seht, hier ist DJ-Pult, aber kein Steuerpult. Denn beim Domdancer gibt es zwei von diesen Kabinen. Da drüben ist noch eine. Da sitzt der Chef, der steuert. Und hier drüben. Das ist normalerweise ich. Mein Cousin ist jetzt hier und macht jetzt für mich weiter, dadurch ich euch ein bisschen was zeigen kann. Ja, genau. Wir gucken uns das jetzt mal hier so ein bisschen an. Ist halt ganz cool, dass hier die Musik halt noch live so ja, extra aufgelegt wird. Ich glaube, das macht das auch ein bisschen aus. So. Ja, es gibt es nirgendwo anders. Das ist in Deutschland der einzige Breakdance, der das so macht. In Belgien gibt es den Decker Dance, der ab und zu auf ja, guten Plätzen, sag ich mal, noch so eine kleine DJ-Bude irgendwie aufbaut. Aber ja, der Techno-Power macht es tatsächlich auch, in München zum Beispiel, aber das ist schon sehr selten. Und beim Breakdance, glaube ich, relativ einzigartig. Ja, und du willst uns jetzt was zeigen? Ich zeige euch ein bisschen was. Dann machen wir das doch mal. Jo. So, das ist unsere Maschine schon mal von hinten. Ihr könnt mal hier reinkommen. Könnt auch gerne mal hier runterschlüpfen. Ja, wenn ihr wir hatten einen Einachser, mein Chef hat noch eine zweite Achse rangeschraubt, das sieht man da. Ja, also mein Chef ist immer nur dabei, was Neues zu machen. Das sind hier unsere Bassboxen. Drüben ist meine Bude, die Verkabelung läuft von hier rüber, einfach mit XLR-Steckern. Ja, so sieht das Ding halt von unten aus, ne? Und komplettes Podium, alles neu, wenn ihr mal guckt hier. Alles neu und unverbraucht. Meine Finger sind nicht mal schmutzig. Alles nagelneu, komplettes Podium. Von der Radscheibe neu, man kann sich drin spiegeln. Zum Beispiel eine Rolle von uns. Sieht ein bisschen komisch aus von hinten, wie so eine lapprige Haut. Diese lapprige Haut ist aber dafür da, weil hier hinten die Gondeln drin sind und die ein Stück rausgucken. Deswegen ist das hier so ein bisschen labberig, weil wenn es alles aufgeladen ist, ist es alles ausgebeult, weil die hinteren Gondeln bis hier vorne hingehen. Ja. Eine Rolle. Ist natürlich auch komplett neu. Früher hatten wir die noch von Hans-Werner Rüth. Wir haben komplett alles neu gemacht auf Kupplung, also auf Hänger. Komplett neue Planen. Reservereifen, immer wichtig. Alles mit blauen Planen. Auf jedem Fahrzeug haben wir blaue Planen für Reservereifen. Dann haben wir hier das Fahrzeug. Das ist quasi mein Fahrzeug. Also der hat eine Wechselbrücke drauf, wie man sieht. Die kannst du ausklappen. Kannst du wegfahren, dann steht dieser Container hier alleine. Mit diesem Container, also mit diesem Fahrzeug, wird auch der Mannschaftswagen gefahren. Und dieser Container, der jetzt drauf ist, ist eigentlich quasi mein Container, weil meine Bude steht da drin. Also die zweite Bude, die da an der Seite ist, die steht da drin. Das Domdancer-Schild, also das Domschild oben vom Dancer ist da drin verbaut. Und alle Zäune, die wir haben, die mit Dom-Logo versehen sind. Das ist alles in diesem Hänger. Der ist sonst nur unterwegs, wenn wir auf dem Dom sind. Sonst ist der nicht mit. Sonst steht da der Mannschaftswagen drauf und der ist sonst nicht in Gebrauch. Bisschen älteres Fahrzeug, aber wird halt auch nicht so viel gebraucht. Er muss halt auch nichts Schweres ziehen. Dann haben wir diese Zugmaschine hier. Die gehört zwar nicht zum Dancer, die gehört aber auch zu unserer Familie. Das ist ein schöner V8, Dreiachser mit Liftachse. Den benutzen wir fürs Entenangeln zum Beispiel. Dann haben wir hier die zweite Rolle. Wie man auch wieder sieht, Reservereifen in blau, geschont. Unsere
Schonpolster für die Gondel sind auch alle in blau. Diese Rolle, die ist auch ein bisschen weiter hinten raus, aber da hängt die Gondel nicht, das ist nur ein bisschen verlängert. Da sind die Seitenwände drin, da sind die Moving Heads drin, da ist die Schrift oben drin, da sind die Fahnen drin, da ist die Kasse drin, die kleine Kasse, also quasi alles das, was sonst noch mit Podium und so alles zu tun hat, wird ja da reingepackt. Das ist auch unser Schienen, jetzt hinten Zäune drauf. Der gehört auch zu unserem Fahrgeschäft, zu unserem Breakdancer. Der Kran ist leider nicht da, der steht jetzt schon in Heide auf dem Weihnachtsmarkt. Ich kann euch vielleicht ein Foto zeigen, dann könnt ihr das vielleicht einblenden. Ja. Das ist ein sehr schöner Kran. Das ist ein alter Mercedes, der wir auch komplett neu gemacht haben. Der aussieht wie tipptopp, also so ein schönes Fahrzeug. Mit dem Mercedes, mit dem Kran ziehen wir auch halt den Mittelbau. Aber leider ist er nicht da, der steht in Heide beim Weihnachtsmarkt auf, wie ich schon sagte. Der kleine Pritschenwagen ist auch noch von uns. Das ist halt, wenn Erledigungen gemacht werden müssen und so. Das ist auch noch unser. Könnt ihr mal bitte hier in die Kulisse gucken, ne? Ah, schön ruhig hier eigentlich, ne? Ja. Also mal reden, den Achterbahn-Sound hören. Ja, ich finde das immer ganz cool, weil in Hamburg ist das ja doch so ein abgeschotteter Bereich. Ja, ne? Früher war hier ein Durchgang. Von da nach da. Da konntest du den Dom abkürzen. Seit 7-8 Jahren gibt es den nicht mehr. Ja, aber du hast ein bisschen Ruhe zwischen den Wohnwagen und so. Du hast ja keinen, der da rumspringt. Das hast du ja auf vielen Plätzen gar nicht. Da können ja die Leute einfach. Und dass sie da gegen die Maschinen pinkeln und ja so. Hier kommst du auch eigentlich nirgendwo hinter hier rein. Also du kommst ja hier überall an den Geschäften, sind Zäune. Und wenn du da an dem Zaun vorbeihuschen willst und die Kerne gucken die dich auch an und sagen, hallo, bleib mal bitte stehen. Ja. Also das ist hier ein abgeschotteter Bereich, hier laufen die Leute auch mit ihren Hunden, hier spielen die Kinder auch und so am Tag. Finde ich auch gut. Wenn die so leuchten, sehe ich sie von mir zu Hause aus. Da sind wir wieder. Schönen Abend euch. Danke. Spaß, bis nachher vielleicht. Danke fürs Rumführen. Gerne, gerne. Vielen Dank für euren Besuch, hab mich sehr gefreut. So laut hier! Ja, wir gehen jetzt rein! Ja, natürlich! Alter, hier geht's ab! So, wir gehen jetzt mal, mal gucken, was da so kommt! Wir sind bei Predator angekommen! Alter, die Schlange ist ungefähr. Da ist die Kasse, hier, bis da hinten irgendwo zu der Weihnachtspyramide. Aber es geht nicht vorwärts. Ich stehe jetzt auch schon seit 5 Minuten hier und ist noch nicht einen Meter vorwärts gegangen. Ich verstehe es auch nicht, gerade waren die Wartebereiche voll, jetzt sind sie halt leer und irgendwie wird hier nicht weiter kassiert. Ist so ein bisschen fake. Die Schlange, die sich bis zu dieser Windmühle da hinten gebildet hat, die war gar keine richtige Schlange. Da standen Leute, die standen vor der Kasse, aber die sind nie vorgegangen. Und daneben hat sich da langsam eine kleine zweite Schlange gebildet, wo ich mich dann auch mal angestellt habe, weil, ja, weiß ich nicht. Die Leute, die stellen sich einfach hinter irgendwelche anderen Leute, die hier nur zugucken. Und dann geht es halt nicht vorwärts. Und alle denken halt irgendwie, das wäre die Schlange, aber ist sie nicht. Jetzt sind wir gefahren, Fahrt war ordentlich. Fahrt war wie immer. Ja, ordentlich. Von der Länge in Ordnung, dafür, dass es ja so voll ist, aber kassieren dauert zu lange für die Fahrt, weil die Leute in den Wartebereichen sind immer viel schneller weg, als sie wieder aufgefüllt werden. Musik war ein bisschen leise. Ja, Musik ist leise und leider ja, fehlt auch so ein bisschen die Partystimmung. Ne? Aber also eben war da deutlich mehr Stimmung. Ja, es ist halt voll witzig, wir sind ja letzte Woche in Soest noch den Robotics gefahren und da wir ja in letzter Zeit davor nur Transformer und Predator immer hatten irgendwie, kam uns der Robotik so voll weich und so vor, ne? So total angenehm. Und die Dinger, die drücken halt schon ein bisschen in der Birne, wenn das Ding über Kopf fährt. Fand es aber nicht so schlimm heute. Ich schon. Also ich habe das schon wieder gemerkt, dass da noch ein krasser Unterschied ist. Guck mal, das ist hier übrigens die Entenangelbude. Nächster Achterbahnplatz. Im Frühjahr stand hier noch der Höllenblitz. Und jetzt, es sieht irgendwie notdürftig aus und ich finde es überhaupt nicht schön. Die wilde Maus von Eberhard, die ehemalige Kinzler-Anlage, mit der langen Seite als Front aufgebaut, was halt, es ist nicht dafür gemacht, ganz einfache Sache. Der Schriftzug jetzt hier so komisch aufgehangen, das finde ich überhaupt nicht schön.
Dahinter ist noch mehr als genug Platz. Warum stellen sie die ja nicht einfach normal hier rein? Weiß ich nicht. Dann muss man halt daneben noch irgendwie 2-3 Buden stellen oder so, aber mir gefällt das nicht. Das ist bei der Wilden Maus XXL, passt es ja. Die hat eine schöne Front, die hat die große Abfahrt noch davor, aber die ist einfach nicht dafür gebaut worden, die Bahn. Die hat so einen schönen Bahnhofsbereich eigentlich. Hat man ja in Bremen auch gesehen, die Kasse. Normal voll schön, aber die so hier hinzuklatschen, finde ich gar nicht schön. Normalerweise, Winterdom standen ja öfter schon Mäuse hier, auch Ewald und Göbel. Die standen hinten, wo jetzt die Zombie-Geisterbahn steht, ganz normal im Gang. Aber naja, scheinbar wird es halt momentan ein bisschen schwierig, Großachterbahnen zu kriegen. Und dann stellt man halt einfach die kleinen wilden Mäuse so schräg auf, damit sie mehr Fläche füllen. Aber naja, ich finde es irgendwie nicht so cool. Dann kann man mal was ganz ganz schön Beine hinter. Komm mal wieder. Wir machen es nochmal. Los, jetzt. Das habe ich noch nicht gesehen an einem Shake. Nee. Solche Menschenmassen hier gerade, die wirklich kurz vor der Platte starten, das gibt es auch nur noch hier. Ja. Es ist los mit Hamburg auf einmal, es ist so geil. Unseren Rundgang fast beendet. Shake war okay. Wie gesagt, rappelvoll, aber nur einen Überschlag geschafft. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Er ist immer noch seine 3 Minuten gefahren, was voll in Ordnung ist bei der Fülle. Da kann man echt nicht meckern. Jetzt ein wunderschönes Geschäft. Viva Mexico, einzigartig in Deutschland. In England, wir waren ja da. Die Vlogs, die kommen hier auf dem Kanal noch. Da kommen ganz viele von unserer England-Tour. Waren wir auf englischen Kirmessen. Der Shit überhaupt, Walzerfahrten. Wir waren in Hull auf der Kirmes und in Nottingham. Ich glaube, auf der Hulfair gab es 7 oder so. Ja. Also hier regt man sich drüber auf, wenn 2 Breakdancer oder so auf dem Platz stehen. Da stehen 7 solcher Walzerfahrten rum. Wir haben leider in Deutschland nur noch diese eine. Und ja. Wird aber auch sehr gut angenommen, wird relativ oldschool betrieben, aber ist nicht schlimm, das Ding ist uralt, das sieht man dem auch nicht an. Es ist tatsächlich sehr viel neu gemacht worden, glänzt auch an sehr vielen Stellen, aber es hat schon so etwas alten Flair. Ne? Eher als Familiengeschäft betrieben und nicht wie in England als Partybude. Ja, in England sind das halt quasi die Breakdancer. Ja. Hier ist es ein Familiengeschäft, aber ich finde die cool, ist in diesem Rundfahrgeschäftssektor auf jeden Fall mal ein bisschen Abwechslung. Ja. Ich glaube mal irgendwie Musikexpress und so, es hat ein schönes Dach drüber. Ich finde es auch ganz cool, der hat dieses Jahr tatsächlich auch letztes Jahr schon, es ist mir jetzt persönlich vermehrt aufgefallen, dass er wieder Plätze neben Hamburg gehalten hat. Ich glaube, es war eine Zeit lang so, dass er sehr viel nur Hamburg und so gehalten hat. Der war viel in Schleswig-Holstein unterwegs. Ich glaube, der stand sogar auch in Heide oder auf so kleineren Plätzen. Ja, jetzt hier das eine Fest letzte Woche oder vor 2 Wochen, das war hier in der Nähe noch. Also muss man sagen, der war relativ viel unterwegs jetzt wieder in letzter Zeit. In Wilhelmshaven sind wir ja damals gefahren. Ja. Ich habe hier noch was entdeckt, das finde ich ganz witzig. Ist ja mexikanisch angehaucht alles hier. Deswegen auch diese Sombrero-Hüte. Und die haben jetzt hier so einen Puppen noch in so einem Container stehen.
irgendwie witzig. Dann gehen wir mal weiter, aber ich glaube, fahrgeschäftstechnisch sind wir jetzt an unserer Stelle durch. Wir werden nicht mehr fahren. Wir gucken gleich mal, wo wir uns noch wiedersehen. Es gibt bestimmt noch ein paar interessante Sachen hier in Hamburg zu sehen. Was aber extrem auffällt, also wie voll es einfach in den letzten Jahren hier auf dem Fest ist. Ihr schiebt euch hier teilweise echt durch die Gänge wie letzte Woche in Soest. Es ist schon heftig. Also es war wirklich vor 5-6 Jahren, wo man hier war, war das nicht so. Nicht ansatzweise. Vor 3 Jahren auch noch nicht. Da war es tot. Es war einfach tot hier. Und jetzt auf einmal, nachdem das mit der Corona-Krise war und so, ist das hier so im Aufschwung, dieses Fest. Das ist unfassbar. Naja. Mich freut es auf jeden Fall. Die Schausteller wahrscheinlich auch. So. Jumper, das ist so ein Phänomen, ne? Das ist ein. Es läuft überall, du kannst das Ding überall hinstellen, die rennen dir den komplett ein. Es ist ein Stau vor, hier geht es einfach nicht mehr weiter. Unfassbar, dass hier eine Party gemacht wird. Musik, Licht und Show. Es wird einfach so geil gemacht, ich habe es vorhin am Domdancer schon gesagt, es ist halt einfach wirklich Quality. Also was hier für eine Show gemacht wird, dass halt wirklich die Fahrt auf die Musik abgestimmt wird, beziehungsweise die Musik sogar auf die Fahrt, dass das halt einfach zusammenpasst. Das ist beim Domdancer so, wenn es da abgeht, geht es da ab, dann blinkt da auch alles, wenn die Musik abgeht. Und hier halt genauso. Und das sind halt Showfahrten. Nur weil ich Nebel mache oder so und irgendwie das Licht ausmache, das ist für mich noch lange keine Showfahrt. Eine Show ist das, wenn alles zusammenpasst. Ja, ich hab's schon so oft gesagt, der Voodoo Jumper ist da einfach perfekt. Die Musik baut sich auf, so wie jetzt. Dann zählt die runter und dann fallen die Arme runter und es wird. Er kennt jedes einzelne Lied in seiner scheiß Playlist. Ja. Er weiß genau, wann der Beat abgeht. War. Das musst du einfach drauf haben. Und du musst dann dazu auch erstmal noch denken, der muss das Fahrgeschäft nebenbei steuern. Er muss nebenbei gucken, dass das Licht läuft. Ihr müsst es gucken, er steuert das Licht per Hand. Ihr seht das nachher teilweise, dass dann blau, rot, grün einfach passend zur Musik abgespielt wird. Dann gibt es noch Special Effects, Feuer, Stroboskop, Nebel. Solche Sachen, Nebel musst du drücken. Und das dann halt alles aufeinander abzustimmen, ab und zu die Lieder einfach zwischendurch zu wechseln. Natürlich nur, wenn man redet, weil sonst fällt es ja auf. Das stellt man sich einfacher vor, als es letztendlich ist. Klar, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann ist es irgendwann Routine. Aber komm da erstmal hin zu diesem Punkt, dass das so gut ist. Es ist nicht umsonst so, dass es nicht an allen Geschäften so hart abgeht. Deswegen kassiert ja auch der Rekommandeur nicht nebenbei oder macht hier sonst irgendwas, sondern der konzentriert sich auf das, was er tut. Und das ist einfach nur die Fahrt. Und jetzt seht ihr das. Hier geht jetzt gerade die Musik, da oben wird jetzt gerade ein bisschen rumgeschaukelt. Und wenn das Lied jetzt gleich abgeht, es baut sich ein bisschen auf, dann drückt er hier auf Start. Wahrscheinlich nicht nur auf Start, sondern das wird ein bisschen mehr sein. Und Feuer, alles drum und dran, jetzt seht ihr ja schon, das Lied wird schneller, baut sich auf, das Karussell wird schneller, baut sich auf, und jetzt gleich geht's einfach nur noch ab. Er weiß genau, dass er jetzt halt der Beat kommt. Ja, und jetzt gehen die Gondelbremsen gleich raus. Noch sind sie drin, jetzt sind sie raus. Und jetzt kommt der absolute. Und das Feuer natürlich wieder perfekt. Ja, also das ist schon cool gemacht. Und da bleiben die Leute nicht ohne Grund vor dem Geschäft stehen. Sich gut anstellt, dann überzeugt man auch Sarah und Moritz. Wir kaufen dann jetzt nochmal für 6 Euro ein Ticket. Ja, es ist mir eigentlich zu teuer, aber die Show hat uns jetzt überzeugt. Ich habe jetzt Bock, es zu fahren und abzugehen. Ja. Wir haben gar nicht mal auf die Fahrt Bock, wir haben einfach Bock auf die Show drumherum. Ja. Wir haben jetzt hier letzter Voodoo Jumper Platz für dieses Jahr, danach fahren wir das nächsten Monate nicht. Ja. Deswegen habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, hol jetzt Tickets. Also
Also wir standen jetzt irgendwie 3-4 Fahrten hier vor. Ja, muss man nichts zu sagen. Überzeugen so Geschäfte dann doch im Nachhinein, obwohl man sich voll gedacht hat, machen wir nicht. Nice, nice, nice. Tja, lohnt sich dann doch so ein Rekommandeur, würde ich sagen, wa? Schon, ja. Also wenn ihr in Hamburg auf den Dom geht und noch nie dort wart und irgendwo aus einem anderen Teil von Deutschland kommt, dann werdet ihr überwältigt sein von diesen Bäckereien. Teilweise zweistöckig, gibt es hier wirklich zwei Stück, glaube ich, von. Ja. Werden eingerannt wie sonst was. Und dann gibt es halt solche Backwaren oder halt auch Mutzen, wie man es bei euch hier gesagt hat. Ja, was geht ab? Das frage ich dich. Auf jeden Fall werden die komplett eingerannt. Und das ist hier so eine Teigtasche, wie so ein Berliner quasi. Und da ist jetzt Vanillecreme drin. Hab ich mir mal gegönnt. Ist tatsächlich sogar noch warm. Also wird da oben wirklich frisch gemacht. Gönnen jetzt mal. Geil, ne? Wir gehen. Ja, ist jetzt. Und wird das jetzt hier zu bunt alles? Unentspannt jetzt hier geworden. Ja, du hast jetzt hier doch schön den Schmalzkuchen weggeschneckt. So, ich gehe da eben zum Müll, ne? Ach so. Ich komme jetzt mit. Willst du noch was bei Lüme ankaufen? Mal gucken, was hier noch so leckeres. Alter, da liegt eine ganze Pecanbanane drin. Die haben hier zu viel Geld scheinbar. War schön, war rappelvoll. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich weiß nicht, warum das auf einmal so ist, aber es ist so. Ich finde es super gut. Endlich mal wieder Atmosphäre auf dem Platz hier. Schickung war jetzt nicht so, der Ultra-Brüller war aber auch nicht schlecht dieses Jahr. Wir werden uns jetzt hier wieder in die U-Bahn schmeißen, werden zwei Stationen fahren, werden aussteigen, zu unserem Hotel gehen. Ja. Und dann sehen wir uns gleich im Hotel vielleicht nochmal wieder. Und sonst nehmen wir euch nochmal mit morgen, denn morgen haben wir noch geplant, ins Miniaturwunderland zu gehen. Ja. Und wir werden Julbi testen. Es gibt ja jetzt im Europapark, gab es ja schon Julbi, dieses große Gebäude, wo man halt so eine VR-Welt testet. Das hat das Miniaturwunderland nach der Erweiterung, nachdem sie jetzt die Brücke gebaut haben, ja auch im Keller quasi. Haben da ihren eigenen VR-Film, den ihr theoretisch sogar im Europapark spielen könntet. Und da haben wir uns morgen mal einen Zeitslot gebucht. Die große Variante tatsächlich, also die halbe Stunde Variante. Das haben wir im Europapark noch nicht gemacht. Da haben wir nur die Julbi Go Variante gemacht, die 5-minütige. Bin ich mal gespannt. Da hat es uns auf jeden Fall schon ganz gut gefallen. Ja. Es war halt ein bisschen schwierig, weil wir immer gegen irgendwelche anderen Leute gerannt sind. Morgen soll das maximal zu 6 wohl sein und bin ich mal gespannt. Schauen wir mal. Genau. So, dann verabschieden wir uns hier vom Domgelände und sehen uns dann gleich wieder. Leute, schaut mal, wir sind gerade S-Bahn gefahren und stehen jetzt gerade vor dem Miniaturwunderland, also fast vor dem Miniaturwunderland und dem Hamburg Dungeon. Und von hier sieht man ganz klar, ja, bei euch jetzt nicht so, wie die Kirmes da hinten leuchtet noch. Also man sieht nicht die Riesenräder, man sieht nur einfach so einen riesen Lichtbogen. Die Riesenräder. Die Riesenräder, also das sind die Fahrgeschäfte, sondern nur noch so einen fetten, fetten Lichtbogen, den man da drüber sieht. Und ab und zu siehst du so ein paar Moving Heads, lustig. Ja, aber was ich euch noch zeigen wollte, das ist nämlich ziemlich lustig. Ich habe ja gerade schon gesagt, da hinten ist Miniaturwunderland und Hamburg Dungeon. Hamburg Dungeon gehört zur Merlin-Kette. Und die Merlin-Kette
hat hier ihre Verwaltung. In der vierten Etage. Ja, hier steht's auch alles drauf. Dungeons, Sea Life, Madame Tussauds und Little Big City und die Legoland Discovery Center natürlich. Ja, gibt's ja hier überall in Deutschland verteilt. Oberhausen, Berlin. Sea Life gibt's ja wirklich überall, gefühlt. Das Heidepark gehört auch mit dazu. Ist halt ganz witzig, dass die hier halt irgendwie Verwaltung haben. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwo anders in Deutschland eine Verwaltung haben, aber die haben hier scheinbar zumindest hier die ganzen Attraktionen für Deutschland zumindest. Verwaltung und so weiter. Die haben echt noch auf, ne? Ja, die haben voll lange auf. Bis 23 Uhr, nee, bis 24 Uhr oder so müssen. Ja, am Wochenende könnte es sogar sein, dass sie bis 1 oder so auf haben. Also wir reden vom Miniaturwunderland hier gerade. Also die Türen stehen auf jeden Fall noch auf. Ja, da schauen wir morgen mal vorbei. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal zum Hotel. Wir sind wieder im Zimmer drin. Wir waren noch in Späti, in diesem hier. Dieser nette Mann hat uns nicht bedient. Wir haben nämlich Selbstbedienung gemacht. Muss man dann nämlich. Man hat nämlich Zutritt mit Zimmerkarte und dann kann man, ist man in einem Eldorado von den besten Dingen, die man in der Welt nur sehen kann. Ja, dann gucken wir jetzt noch Seven vs. Wild. Ja, um 0.02 Uhr. Wer das auch guckt, der schreibt es in die Kommentare. Sarah nutzt immer diesen Spiegel, damit sie besser sieht. Ja, tue ich nicht. Man kann auch in so Camping schlafen, wenn man mal Schausteller sein will. Für eine Nacht. Schön hier auf jeden Fall. Paul und Mini, Paul sind auch wieder mit am Start. Unsere Thomas-Gottchen. Ich mache jetzt die Kamera aus, weil wir sind ein bisschen fertig. Wie ihr seht. Yes, yes, yes. Wir sehen unseren Norden. Achso, was haben wir im Späti gekauft, kann ich euch sagen. Pombeeren. Wo sind meine Jumpies? Ah, die liegen hier drüben. Und Getränks, Fritz-Colas und Fritz-Mischmasch. Scheint sowas wie Spezi zu sein, da fährt die ja voll drauf ab. Gut, wir gehen schlafen, wir sehen uns morgen, wenn wir dann Richtung Julbe gehen. Tschö. Mit Ö. Guten Morgen, wir sind jetzt beim Bäcker, weil das Hotel, Frühstück in unserem Hotel, also maßlos überteuert ist. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber ich glaube, es kostet über 20 Euro. Ist es uns tatsächlich nicht wert. Also wir sagen mal, kein Frühstück kann so gut sein, dass es irgendwie 20 Euro oder mehr rechtfertigt. Also ich finde auch 14 Euro für ein Frühstück in einem Hotel schon extrem viel. Ja, wir haben uns jetzt hier so ein Schnitzelbrötchen gegönnt und ein Franzbrötchen. Das muss man ja hier im Norden essen. Und Sarah besorgt uns gerade noch Kakaos. Und dann geht es jetzt gleich rund. Wir haben um 12.20 Uhr einen Zeitslot bei Julbi. Da werden wir dann gleich hingehen. Dann wird es, glaube ich, so 11:30, 20 nach 11, irgendwie sowas. Ich werde währenddessen natürlich nicht filmen können. Das bringt auch nichts, weil es ist ja alles in der virtuellen Welt, quasi auf einer VR-Brille dann. Ich erkläre euch aber danach, was es genau ist und was wir erlebt haben. Und wenn wir damit fertig sind, werden wir auch noch in das dazugehörige Miniaturwunderland gehen und uns da auch nochmal ein bisschen angucken, weil die haben dieses Jahr auch erweitert. Wir waren zwar letztes Jahr erst da, aber die haben eine große Brücke gebaut und haben ein neues Gebäude erweitert. Und das haben wir halt auch noch gar nicht gesehen. Deswegen schauen wir da auch mal vorbei. Da steht schon Julbi und hier steht es auch nochmal drin. Ja. Das machen wir jetzt. Wie gesagt, Julbi ist hier quasi im Keller. Das ist das, was die jetzt da quasi erweitert haben. Da oben irgendwo ist das Miniaturwunderland auch drin. Und wir machen das jetzt mal. Was es dann war, wie es dann war, was es war, erkläre ich euch dann gleich. Ihr habt sicherlich im Europapark aber auch schon mal gesehen und ausprobiert. So, wir sind fertig mit Julbi Wunderland Pro. Wir haben die Pro-Version gemacht, also 30 Minuten, endlich mal die lange Variante, ja. Wo man dann auch einen Rucksack hinten drauf kriegt und so. War richtig cool irgendwie. Also viel besser als das, was wir im EP ausprobiert haben, die Julbi Go-Variante. Ja. Weil ihr auch Fußtracker habt und ihr habt an den Händen was und ihr seht halt alles von euch selber. Ihr seht, wenn ihr eure Füße bewegt, ihr seht, wenn ihr eure Hände bewegt. Und ihr könnt besser, weil ihr habt bei der Go-Variante ja Joysticks. Ja. Bei der Pro-Variante könnt ihr mit den Sachen, also mit den Händen Sachen greifen. Also das steht überall im Raum, sei es Gelände. Wenn ihr vorbei geht, könnt ihr das Geländer greifen. Voll cool. Oder es sind halt interaktive Elemente da, wo ihr dann, wir mussten eine Draisine fahren und dann muss man halt so kurbeln. Und diese Kurbel, die konnte man anfassen und die war halt genau da, wo sie im Spiel auch ist. Und das ist halt total cool. Also es war schon echt cool, man muss sich halt voll drauf einlassen. Ja, also wenn du darfst halt keine Angst haben, einfach durch diese virtuelle Welt zu gehen. Am Anfang war es so ein bisschen weird, aber eigentlich hat es relativ schnell funktioniert, dass man da. Ja, also am Anfang, wenn du dann den Helm aufsetzt, ist es erstmal so, oh Gott. Muss ich mich hier voll drauf einlassen und dann darfst du auch nicht mehr drüber nachdenken, was du da eigentlich gerade tust. Die Geschichte ist halt so ein bisschen, man schrumpft sich halt in das Miniaturwunderland, das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, am Anfang werdet ihr, ja, steht ihr alle zusammen, dann wählt ihr euch einen Charakter aus, was halt voll witzig ist, ich war nackt. Und ja, war aber voll witzig irgendwie. Ja. Und dann wird man halt geschrumpft und dann wandert man durch diese einzelnen Themenbereiche im Miniaturwunderland, fährt dann auch mit dem Zug teilweise, kann rausgucken, sich alles angucken.
Ja, voll lustig. Also richtig gut. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Das macht schon echt Spaß. Ich meine, wenn ihr es noch nie gemacht habt, könnt ihr auch vielleicht erstmal die Go-Variante ausprobieren. Und wenn euch das gefallen hat, dann auf jeden Fall mal die Pro-Variante machen. Das ist nochmal eine coole Nummer. Um zu wissen, ob das so für, was für einen ist mit dieser virtuellen Welt. Ja. Weil es gibt ja bestimmt auch Leute, die da auf einmal Panik bekommen und die Brille sofort wieder absetzen. Ja, es war auch eine Situation, wir haben eine Sechsergruppe gehabt, hatten eine Familie mit 4 Leuten mit 3 und wir 2 halt. Und an einer Stelle wird dann auf einmal die Tür zugemacht. Man geht so hintereinander durch so einen Gang und irgendwann geht die Tür zu. Dann ist man halt getrennt. Dann die Good Family, die mit uns war, die hat halt eine Person bei uns. Und das war dann halt, da ist man auch so, weiß nicht, 2-3 Minuten dann halt alleine gegangen, mehr oder weniger. Du bist halt mit denen immer noch in einem Raum, aber du denkst halt, du bist nicht mehr mit denen in einem Raum, weil du halt durch so Gänge gehst. Und aber ja, war halt cool. Auch nicht schlimm, man musste nur laufen. Das war einfach nicht, dass man gehen, irgendwie mit anderen Leuten ab und zu musste. Blinkt dann irgendwo ein Hebel oder so in der virtuellen Welt, dann gehst du da hin, dann musst du den Hebel runterziehen oder wir mussten auch bei der Feuerwehr ein Feuer löschen. Das war richtig cool. Ja. Also es war schon echt cool gemacht. Kommt auf jeden Fall mal vorbei, probiert's aus. Fand ich richtig gut, viel besser als im Europapark, diese Alpha-Mutz-Go-Variante, die wir gemacht haben. Weil da bist du halt wirklich nur auf der Stelle. 5 Quadratmeter immer hin und her. Du hast nicht zum Anfassen gehabt, du hast nur Knöpfe gedrückt. Und du standst dir da selber immer im Weg, weil alle Leute da irgendwie... Ja, das war jetzt gar nicht. Das hast du gar nicht. Du hast deine Sechsergruppe, jeder hat, glaube ich, auch mal was gemacht. Ja. Aber das kommt halt auch so ein bisschen auf die Gruppe an. Wenn einer natürlich da ist und sich überall vordrängelt und dann überall was machen will, ist halt doof. Aber ich glaube, das gibt die Situation meistens gar nicht her. Weil als wir die Draisine gefahren sind, standen wir halt vorher auf so einer Plattform ganz außen. Ja. Sind halt die Ersten, die rausgegangen sind und dann gehst du auch als Erstes zu dem Hebel. Und dann geht es halt auch andersrum wieder. Dann gehst du wieder andersrum raus, dann sind die, die hinten waren, wieder vorne. Also das ist eigentlich ganz gut gemacht. Cool. Jeder kann mal was machen. War auf jeden Fall super cool. Ist, glaube ich, eine Bereicherung. Ich würde jetzt nicht das Gleiche nochmal machen, glaube ich. Außer, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mal irgendwie meiner Schwester oder so zeigen will, würde ich es vielleicht auch nochmal machen. Ich finde das cool. Aber ich glaube, wenn wir das nochmal spielen würden, das Wunderland, dann wäre das schon langweilig, weil du weißt genau, was passiert. Da würde ich eher dann sagen, mach noch mal was anderes. Ja, so. Es gab auch, glaube ich, Stellen, da war zum Beispiel eine Kurbel, die hat gar nichts gemacht diesmal. Die ist, glaube ich, für ein anderes Spiel. Die steht da, die ist dann auch abgebildet als irgendwas. Die kannst du auch anfassen. Ich habe die bestanden, da, wo diese Bälle waren, wo die Maus hinter uns war. Da waren so Bälle. Ja, ich habe die auch einmal angefasst. Aber die hat eigentlich, die mussten wir nie betätigen. Und ich denke, die ist für ein anderes Spiel. Ich dachte, wir müssen die Bälle in die Runde holen. Es gibt, glaube ich, hier noch das Rulantica-Game, das man spielen kann. Und ja. Ich finde es aber besser, wenn man im Miniaturwunderland auch Miniaturwunderland spielt. Ja. Aber ich hätte auf jeden Fall Lust, im Europapark irgendwann nochmal Rulantica oder so auszuprobieren. Ja, da können wir auch mal in das Große dann gehen oder so. Also, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Am Anfang ist man ein bisschen, oder ich war zumindest nervös, weil das halt so was Ungewisses ist. Und du stehst dann da und weißt nicht so richtig, was gleich passiert, was du machen musst. Und irgendwann haben sich alle damit so ein bisschen. Und man wird dann auch miteinander so ein bisschen warm und man unterhält sich dann halt auch mit den anderen und so. Das ist schon. Jeder redet eben für sich selber so ein bisschen. Was man dazu sagen muss, man hört sich nicht selber reden, sondern man hat Mikrofone und ihr habt Kopfhörer auf. Also ihr hört die anderen nur über Kopfhörer und nicht live. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass auch andere noch in dem Raum sind und quasi hinter dir in der Welt oder vor dir in der Welt noch spielen, dass du die halt nicht hörst. Aber das hat sehr gut funktioniert, muss ich jetzt eigentlich sagen. Auch das Ganze hat gut funktioniert. Also mein Bild hat einmal geruckelt. Ja, ich hatte einmal, meine Hand ist hier hängen geblieben. Und einmal war meine Füße falsch rum. Ich hatte nur einmal meine Hände, die vor mir irgendwie hängen geblieben sind, obwohl ich schon wieder unten hatte. Aber das hat sich 2 Sekunden, dann war das wieder normal. Also irgendwo, als wir irgendwo ausgestiegen sind, hatte ich auf einmal so einen Ruckler. Und dann bin ich auch gegen dich gelaufen, weil ich dachte, ich falle oder so. Das war voll in Ordnung auf jeden Fall. Nee, aber sonst war das echt gut. Ja, du musst dich halt voll auf einlassen. Teilweise sind dann, du musst über so einen Balken balancieren, der irgendwie 200 Meter hoch im Themenbereich Schweiz quasi hier war. Ja. Und dann denkst du halt so, Alter, ich will da nicht runterfallen. So, ne? Ja, es wird dann auch uncool, wenn du dann halt einfach irgendwie läufst. Ne? Ja. Aber ich glaube, das macht das Gehirn automatisch. Ja, ich bin auch voll wackelig. So Eben. Gut, haben wir das abgeschlossen? Hier geht's die Treppe nach oben, Miniaturwunderland. Da haben wir auch noch ein paar Tickets. Und da sehen wir uns mal ein bisschen um, werden wahrscheinlich auch noch was essen. Und ihr kriegt da auch noch ein paar Eindrücke von. Ich werde da jetzt nicht großartig vloggen oder so, weil ja, da sind viele Menschen und die wollen in Ruhe gucken. Und ja, ihr kriegt ein paar Aufnahmen. Es gibt übrigens auch eine Kirmes da. Die wurde auch vor kurzer Zeit erst neu gemacht. Wir sind jetzt gerade auch schon in dem neuen Gebäude drin. Ne? Aber wir waren auch schon mal hier. Also ja, letztes Jahr. Die alte Ausstellung oder den älteren Teil kennen wir schon. Ja. Aber es gibt ja jetzt schon Neues zu entdecken. Genau. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Es gibt scheinbar auch einen neuen Eingang hier auf der Seite. I'm
So, wir sind durch. Wir haben uns jetzt noch ein Abendessen gegönnt. Sarah hat Pasta Carbonara, ich Bolognese und jeweils noch einen Nachtisch. Und die Preise sind sowas von in Ordnung hier. Also ihr zahlt für einen Schnitzel, jetzt ohne Pommes, nur 4 Euro. Ja, und das ist richtig groß, hat das heute Mittag gesehen. Ja, also klar, mit Pommes kostet dann 9 oder so, aber es ist halt trotzdem schon heftig. Also die Preise hier sind wirklich gut. Ja. Naja, dann essen wir mal, bevor es kalt wird. Wir sind wieder draußen. Befinden uns wieder, wo wir uns gestern auch kurz gemeldet haben, vor dem Miniaturwunderland. Gehen wir Richtung Hotel, das ist nicht weit, da läuft man maximal 10 Minuten, wir werden weniger laufen. Da steht noch unser Auto in der Tiefgarage und das werden wir jetzt gleich bezahlen und dann ja, sind wir auch weg hier. Jetzt müssen wir den Dom leuchten übrigens. Boah. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video hier in Hamburg gefallen. Großteil natürlich vom Dom. Ich habe da einiges gefilmt tatsächlich im Miniaturwunderland. Ich weiß nicht genau, wie lang der Zusammenschnitt jetzt wurde. Am Anfang hast du jeden Knopfdrücker gefilmt. Ja, der neue Bereich ist echt schön geworden. Ich finde das auf der Brücke cool, weil das so eine Schnellzugstrecke ist. Weil es ist halt mal, wo die Platz hat, mal eine wirkliche Strecke gerade auszubauen, wo man die Züge mal ausfahren kann. Und dann gab es halt auch einen so einen Schnellzug, der immer richtig Speed gegeben hat da. War auf jeden Fall ganz cool. Essen, wie gesagt, war jetzt auch lecker und das günstig. Ist richtig gut, ja. Große Portion. Also insgesamt würde ich sagen, lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall. Ja, aber plant auf jeden Fall auch Zeit ein. Also Zeit ein. Mittlerweile ja noch mehr als letztes Mal schon. Also die Zeit vergeht da wie. Wir haben längst noch nicht alles gesehen. Wir haben uns natürlich jetzt den neuen Bereich relativ genau nochmal angeguckt. Ja. Und halt so diesen Bereich mit der Kirmes und Flughafen, das ist halt cool. Aber selbst am Flughafen könnt ihr ewig stehen. Da haben wir letztes Mal bestimmt eine Stunde oder länger gestanden. Ja, länger. Aber was man auf jeden Fall bedenken muss, dass wenn man jetzt hier an einem Sonntagmittag hingeht, ist es sehr, sehr voll. Ja. Und ja, man muss manchmal sich ein bisschen durchquetschen. Ja, oder einfach warten, bis jemand weggeht. Oder warten, bis die Leute weggehen. Und wenn man da nicht so Lust drauf hat, wenn man wirklich ein richtiger Modellbau-Fan ist, empfiehlt es sich vielleicht abends hinzugehen, weil die haben, glaube ich, bis 0 Uhr auf am Wochenende. Abends wird da auf jeden Fall weniger los sein. Dann hast du auch nicht mal die ganzen kleinen Kinder, die da überall reinpacken. Aber wenn ihr einfach nur mal so das besuchen wollt, dann kann man das auch easy am Mittag machen. Ja gut, dann würde ich sagen, soll es das für dieses Video gewesen sein. Hamburg hat sehr viel zu bieten, deswegen vielleicht schaut er mal vorbei, wenn er Lust hat. Das da hinten ist übrigens diese neue Brücke, die man gebaut hat, dieser Glaskasten. Man sieht es, glaube ich, von hier ganz schlecht, aber ja, über die Brücke fahren halt auch die Züge, weil man möchte ja weiterhin die längste Modelleisenbahn der Welt haben und dementsprechend muss auch jeder Gleisabschnitt mit dem nächsten irgendwie verbunden sein, weil sonst zählt es ja nicht. So, genug gelabert, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüssi! Tschüssi!